Okay, I'm going to ask you a question, and I want you to raise your hand if you believe that this is true. Ich möchte euch eine Frage stellen und ich möchte euch bitten um ein Handzeichen, wenn ihr glaubt, was ich jetzt frage, ob das wahr ist. Who in this room believes that God is love? Wer von euch glaubt in dem Raum, dass Gott die Liebe ist? Oh, good. You're all right. Okay, ihr alle liegt richtig. I have another question. Ich habe eine andere Frage. Who believes that the love of God is the strongest force in the entire universe? Wer glaubt, dass die Liebe Gottes die mächtigste Kraft im ganzen Universum ist? You know, that's good news. Das ist echt gute Nachricht. So let me ask you one last question. Und ich möchte euch eine letzte Frage stellen. If God is truly love, wenn Gott wirklich Liebe ist, and if the love of God is really the strongest force in the universe, und wenn die Liebe Gottes die mächtigste Kraft im Universum ist, is there any legitimate reason why I should still ever be a slave? Gibt's dann irgendwo noch eine rechtliche Grundlage, warum ich dann weiterhin ein Sklave sein sollte? No. Nein. Now what we're going to explore in the Word of God this afternoon, to me, this is one of the most exciting things about God, one of the most exciting things about the Gospel. Und wir möchten heute das Wort Gottes anschauen und über ein Thema nachdenken, was mich wahnsinnig begeistert. I want to tell you a story about a day, the day that I was studying and seeking God on this topic. Und ich möchte euch eine Erfahrung erzählen, die mir begegnet ist an dem Tag, als ich mich auf dieses Thema darauf vorbereitet hatte. And I want to share with you some of the beautiful things that I found in the Word of God. Und ich möchte mit euch eine der wunderschönen Dinge, die ich im Wort Gottes gefunden habe, teilen. Now I'm going to tell you right off the bat. Und ich möchte euch Folgendes sagen. There are sometimes when I sit down and I study the Bible. Manchmal, wenn ich mich hinsetze, um die Bibel zu studieren, the things that I learn fill me with a great quietness. Dann bringen mich die Dinge zu einem ganz besonderen Schweigen, die ich dort entdecke, oft. Sometimes the things I learn make me so amazed, I'm speechless. I just have to sit and think and try to ponder. Manchmal bin ich so begeistert und so überwältigt von den Dingen, die ich dort lerne, dass ich einfach sprachlos bin und nur staunen kann. Sometimes when I read the Bible, I leave feeling very sad because I see myself and my real condition. Und manchmal fühle ich mich sehr traurig über meinen eigenen Zustand, wenn ich die Bibel studiere. But then there are those days when I study the Bible and I get so excited, it is all I can do to stay in my chair. Aber dann gibt es diese Tage, die mich überaus begeistern und ich sitze da in meinem Stuhl und ich bin einfach nur überwältigt von dem, was ich dort in der Bibel entdecke. So I want to tell you about one of those days. Und ich möchte euch von einem dieser Tage berichten. I want you to imagine that you're with me in my office in the basement of my house. Ich möchte euch einladen, gedanklich mit mir zu gehen. Ich bin dort in meinem Büro unten im Haus. Pacing back and forth between the glass, well, basement. It's the basement, but you know, there's a big glass wall on one side. Also, es ist zwar das Kellergeschoss, aber das Haus ist am Hang gebaut und so habe ich eine Glasfront und kann nach draußen sehen. So I'm pacing back and forth between the big glass doors and my bookshelf, back and forth. Und ich laufe da gerade zwischen der Glasfront, also der Terrassentür und meinem Bücherregal hin und her. And I was, as I was pacing, I was praying, Lord, please help me to understand. We must understand who you are. Und ich laufe dort und in Gedanken versunken, rede ich mit Gott und sage, lieber Gott, es muss doch möglich sein. Ich möchte erkennen, wie du bist. Zeig mir, wie du bist. Thank you.
important to understand who God really is? Glaubt ihr, es ist wichtig, wirklich zu verstehen, wer Gott ist? You know, as I was praying that prayer, this thought came to me. Und als ich mit Gott redete und dieses Gebet sprach, kam folgender Gedanke. When my children really understand who I am, wenn meine Kinder wirklich verstehen, wer ich bin, this great controversy that's raging around us will be over. Dann wird der große Kampf, der sich um uns abspielt, vorüber sein. When my children really understand who I am, wenn meine Kinder wirklich verstehen, wer ich bin, the power of sin will be broken in the lives of my children. Dann wird im Leben meiner Kinder der Fluch der Sünde gebrochen sein. Now when I heard that, I thought of that, I became very excited, needless to say. Und als ich das so verstanden hatte und irgendwo ein Gespräch mit Gott erkannte, war ich überwältigt. And so I began to review in my mind some of the things that we know about the gospel and about God. Und so begann ich Dinge über das Evangelium, über Gott in meinem Gedanken zu reflektieren. And I started asking myself certain questions. Und ich fragte mich folgende Fragen. Now you know that in the gospel story, ihr wisst, dass in den im Evangelium Christ is called God with us. Dass Christus folgenden Namen trägt: Gott mit uns. And if God is for us, who can be against us? Und wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? And so, in the story of the gospel, in the story of Christ coming down, this king arrives from heaven into a manger. Und so in dieser Geschichte, wie Gott mit uns ist, kommt dieser König und wird Mensch. And the God who has always been working for us, he becomes God with us in our midst. Und dieser Gott, der immer sich für uns eingesetzt hatte, wird auf einmal zu dem Gott, der in unserer Mitte ist. And then after 33 years, he leaves, but not before he has given us the promise that he will remain as God in us, working in us through his Spirit. Und dann nach diesen 33 Jahren des Wirkens für uns ist er gegangen, aber nicht bevor er uns diese Zusage gemacht hat, er wird in uns sein durch das Wirken seines Geistes. And so the gospel is the promise of the companionship of heaven. Und so ist das Evangelium die Verheißung, das Versprechen, dass der Himmel mit uns ist und Gemeinschaft mit uns hat. And I realize that because that's what the Bible says. Denn, und das ist mir aufgefallen, denn das ist das, was die Bibel sagt. But here I am walking back and forth in my office and suddenly this question came to me. Und hier laufe ich nun in meinem Büro auf und nieder und plötzlich kommt mir folgende Frage. If the gospel is really the promise of the companionship of heaven, wenn das Evangelium wirklich das Versprechen ist, dass der Himmel mit uns Gemeinschaft hat, then why do I ever find myself alone? Dann warum fühle ich mich so oft allein? Oder warum fühle ich mich überhaupt allein? So. Now then, the gospel is a promise of companionship. Das Evangelium, das Versprechen der Gemeinschaft. But it is more than that. Aber es ist mehr als das allein. In fact, we know from Scripture, from the book of John, that the Word became flesh and dwelt among us. Wir wissen ja aus dem Evangelium von Johannes, dass das Wort Fleisch wurde und unter uns wohnte. The same word that built the world. Das gleiche Wort, das auch die Welt erschaffen hat. He came and he linked humanity and divinity forever. Er kam und verband Göttlichkeit und Menschlichkeit für immer. He lived a perfect life and then he saved sinful humanity. Er lebte ein perfektes Leben und hat die verlorene Menschheit gerettet. And so the gospel is the promise of undiluted power. Und so ist auch das Evangelium ein Versprechen, eine Verheißung von unerschöpflicher Kraft und Macht. But here I am walking back and forth and I ask myself this question. Und so laufe ich und frage mir weiter diese folgende Frage. If the gospel is really undiluted power, then why do I keep falling? Wenn nun das Evangelium diese unerschöpfliche Macht und Kraft hat, warum falle ich dann immer noch? If the gospel is really such a beautiful portrayal of the Spirit of heaven, wenn das Evangelium ein so wunderbares Bild der Gemeinschaft und der Liebe des Himmels
aufzeigt. If it's the spirit of giving, the spirit of loving. Wenn es den Geist des Gebens, der Liebe in sich trägt. And I say that I love all those things. Und ich sage, ja, ich liebe all diese Dinge. Then why is it that some days I cooperate with the gospel? Dann warum passiert es, dass ich einige Tage mit dem Evangelium zusammenarbeite? And some days I work against it. Und einige Tage dagegen. Why indeed? Warum? You know, I think that the angels must ask exactly the same question while they look down at us. Und ich denke mir, die Engel fragen sich genau die gleiche Frage, während sie auf uns herabschauen. And I'm going to answer that question. Und diese Frage möchte ich beantworten. But I want to answer it with two more questions. Aber erst, indem ich mit zwei anderen Fragen aufkomme. First, what is the gospel? Erst einmal möchte ich fragen, was ist überhaupt das Evangelium? The gospel is power, yes? Das Evangelium ist Kraft, ja. If I don't have power, wenn ich schwach bin und keine Kraft habe, really dann kann es doch sein, dass ich das Evangelium gar nicht richtig verstehe, oder? Now then, in Romans, the first chapter, in Römer, Kapitel 1, we're given a very beautiful definition of exactly what the gospel is. Da wird es uns ganz deutlich gesagt, was das Evangelium ist. Now Romans is a very, most people are afraid of the book of Romans. Ja, Römer, das Buch Römer ist ein Buch, worüber viele Leute sich Sorgen machen und eigentlich Angst davor haben, es zu lesen. I think because most people think that we can't understand it. Weil viele wahrscheinlich darüber denken, sie können es nicht verstehen. And it's true that in some ways what is taught in Romans is a little bit more seemingly a little more complicated than in other parts of the scriptures. Und es mag wirklich so vorkommen, dass das Buch Römer ein Buch ist, wo es viele Passagen gibt, die scheinbar schwerer zu verstehen sind. But I believe that if you look at the book of Romans with one thought in mind. Aber ich glaube, wenn du das Buch Römer anschaust mit nur einem Gedanken im Kopf, everything becomes very clear. Dann wird alles ganz klar. And that thought is this. Und das ist folgender Gedanke. God is love. Gott ist Liebe. In Romans 1, 16 and 17 we're given a definition for the gospel. Und in Römer 1, 16 und 17 wird uns eine Definition für das Evangelium gegeben. Paul says that he is not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone who believes. Und Paulus sagt hier, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. The next verse says, because therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. Und der folgende Vers 17 sagt, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. In other words, the gospel is power. Mit anderen Worten, das Evangelium hat Macht oder ist Kraft, Macht, machtvoll. And it is power because it is the revelation of the truth about God. Und es ist so machtvoll, das Evangelium, weil es die Wahrheit über Gott offenbart. Now then, the truth about God is very simple. Und die Wahrheit über Gott ist ganz einfach. God is love. Gott ist Liebe. When that truth is truly believed, wenn diese Wahrheit wirklich geglaubt wird, it changes everything. Dann verändert diese alles.
Now then, there's another interesting thing in this verse that I want to point out. Und es gibt noch etwas anderes Interessantes in diesem Vers, das ich herausarbeiten möchte. And that is the difference between belief and faith. Und das ist der Unterschied zwischen Glauben und Glauben. Also im Deutschen sagt man vielleicht, also es gibt, in German it's difficult. Also man würde es vielleicht mit Anmaßung übersetzen. In English there's two words. Im Englischen gibt es zwei Worte. The first word refers to believing with our minds. Das erste Glauben im Englischen bezieht sich auf ich glaube mit meinem Verstand. It's a choice that I make. Es ist eine Entscheidung, die ich treffe. But there's a second word, a second kind of belief in this case. Und in diesem Fall gibt es im Englischen ein zweites Glauben. And this one is a confidence that is born out of love. Und dieser Glaube, von dem hier die Rede ist, ist eine Überzeugung, eine Zusicherung, die aus Liebe erwächst. Okay, now let me give you an illustration. Ich möchte euch ein Beispiel geben, um das klar zu machen. Let's pretend that I have never met Sophia before. Lass uns annehmen, ich habe Sophia noch nie getroffen vorher. But I'm going into lunch. Aber ich gehe dorthin, um Mittag zu essen. I get all my food. Ich kriege alles, was ich essen möchte. I go sit down. Ich setze mich hin. And I am sitting down right next to Sophia. Und ich setze mich neben Sophia. Now you know in those tables over there, the napkins are right in the middle of the table, yeah? Und ihr wisst ja, die Servietten sind ja mitten dort auf den Tischen. But let's say for this example that they are back on the table where the food is served. Aber lass uns annehmen, dass die Servietten dort auf dem Tisch stehen, wo auch das Essen ausgeteilt wird. But I sit down right next to Sophia. Und ich setze mich nun neben Sophia, who I've never met before, die ich vorher nie getroffen habe. And I suddenly realize. Und ich realisiere auf einmal. I forgot my napkin. Ich habe meine Servietten vergessen. And she suddenly realizes. Und sie. I also forgot my napkin. Oh, ich habe auch meine Serviette vergessen. Now she jumps up to go get a napkin. Sie springt auf und holt sich eine Serviette. Because my hands are still full of my food and stuff. Weil meine Hände sind immer noch voller Essen. And I say, can you grab me a napkin too? Kannst du mir eine Serviette auch bringen? Now what does Sophia say? Was sagt Sophia? What would you say if I asked you to get me a napkin too? Was würdet ihr sagen, wenn ich euch fragen würde, könntet ihr mir eine Serviette bitte bringen? Oh, sicher. At least one person would get me a napkin. Wenigstens einer würde mir eine Serviette besorgen. Okay, now. Okay. Sophia says, sure, I'll get you a napkin. Ja, natürlich bringe ich dir auch eine Serviette mit. Do I think that Sophia will actually bring me a napkin? Glaubt ihr, ich glaube. Okay. Meint ihr, dass ich glaube, dass Sophia mir eine Serviette bringen würde? Yes, I do. Ja. But why do I? Warum glaube ich das? I've never met her before. Ich habe sie doch vorher noch nie getroffen. So I don't know if she's a nice girl or a bad girl. Ich weiß nicht, ob sie eine nette oder eine schlechtes Mädchen ist. I decide to believe. Ich habe mich entschieden zu glauben. It's a choice that I make. Es ist eine Entscheidung, die ich traf. I asked her, she said she would. Ich fragte sie, sie sagte ja. Then I believe she will. Und so glaube ich, sie wird es machen. Okay, so Sophia, she goes and she brings me my napkin. Good, thank you, Sophia. Okay, Sophia geht, bringt mir eine Serviette. Danke, Sophia. Now then, on my other side is sitting Marcel. Okay, auf der anderen Seite sitzt Marcel. Now Marcel, I've known for a long, 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 long time. Okay, Marcel habe ich schon so lange gekannt. And I know him really well. Ich kenne ihn sehr gut. Ist das true? Okay, no, it's just. Ist es wahr, habe ich gefragt. Now, what if I had a terrible disaster in my meal and I had to ask Marcel a really big favor? Also, ich habe ein Disaster? Okay. Ich habe ein Riesenproblem mit meinem Essen und ich frage Marcel, ob er mir einen Gefallen tun könnte. And Marcel says, sure, I'll do that for you. What was it? Or what would it be? Well, the disaster is, for example, that I am not going to make it to the youth meeting and you have to preach instead. Oh, okay. Also, ich habe gefragt, was würde mich denn fragen? Und er hat gesagt, ja, er schafft es nicht mit dem Essen bis zur Jugendstunde und ich sollte anstelle von ihm halt die Jugendstunde halten. Okay. But Marcel says, yes, he will do it. Und Marcel sagt, ja, er würde es machen.
Do I believe that Marcel will do it? Glaube ich, kann ich Marcel vertrauen oder glauben, dass er das macht? Yes! Oh, yes! I believe that Marcel will preach at the youth meeting. Ja, ich glaube, also ich bin mir sicher, dass Marcel die Jugendstunde übernehmen würde. But why do I believe? Aber warum glaube ich das? How can I believe that Marcel will do something as difficult as going and now without any preparation speaking at the youth meeting? Warum kann ich dem Marcel vertrauen, dass er zur Jugendstunde geht ohne Vorbereitung und einfach für mich die Jugendstunde hält? Because Marcel is my friend. Weil Marcel mein Freund ist. And because I know that even though this is a big request to make, because he's my friend, he'll do it. Und obwohl es eine große Herausforderung für ihn ist und eine große Bitte, die ich an ihn richte, würde er es machen. Warum? Weil er mein Freund ist. You see, this is a little bit different than just asking for Sophia to grab me a napkin. Es ist hier ein Unterschied, einfach Sophia zu fragen, ob sie mir eine Serviette bringen kann. But you need both kinds of belief. Aber du brauchst alle beide Arten des Glaubens, when we're dealing with God. Wenn wir mit Gott Umgang haben. First we decide in our head, yes, I will believe. Erst entscheiden wir uns in unseren Gedanken, in unserem Herzen, okay, ja, ich möchte glauben, ja. Just like I thought, yes, it's true. Sophia will bring me my napkin. Genauso wie ich gedachte, Sophia, ja, sie wird mir die Serviette bringen. But then there's another level altogether. Aber dann gibt es eine ganz andere Ebene. And that's a confidence that I gain in God, not from just deciding that I will believe him, but from really having him as a friend. Aber dann gibt es eine andere Ebene, die mir zeigt, dass ich Gott vertrauen kann. Nicht nur, weil ich entscheide, mich für ihn, an ihn zu glauben und das, was er tut, auch zu machen, sondern weil ich eine Beziehung zu ihm habe. That is the faith that transforms the children of God. Und das ist der Glaube, dieses zweite, das uns, die Kinder Gottes, verändert. Now, there's something that I love about God and about the gospel. Wisst ihr, da gibt es etwas, was ich über Gott und das Evangelium liebe und schätze. This power of the gospel that we believe in with our hearts, not just with our heads. Diese Macht des Evangeliums, an die wir glauben, nicht nur mit unserem Verstand, sondern mit unserem Herzen. It totally transforms who we are. Verändert uns komplett und macht uns zu was Neuem als das, was wir mal waren. I don't try to change myself. Ich versuche nicht, mich selbst zu verändern und anders zu werden. I seek to love and trust the God who is trustworthy. Sondern ich versuche und entscheide mich, Gott zu vertrauen, der es wert ist, vertraut zu werden. If I really love Jesus. Wenn ich wirklich Jesus liebe, then Jesus himself transforms the way I think and the way I live. Dann verändert Jesus mich in der Art, wie ich denke und wie ich lebe. So let me ask you again the question I asked you at the beginning. Ich möchte euch nochmal die gleiche Frage stellen, die ich euch zu Beginn schon gestellt habe. You believe that God is love. Ihr glaubt, Gott ist Liebe, ja? You believe that love is power. Ihr glaubt, dass die Liebe auch machtvoll ist, Kraft hat. So if I don't have power in my life, what are you going to tell me? How can I fix it? How can I change it? Wenn ich euch nun sage, ich habe keine Kraft in meinem Leben, ich bin schwach, wie kann ich dieses Problem lösen? My friends, you know what I found out? Meine Freunde, wisst ihr, was ich herausgefunden habe? If I don't have the power of the gospel working in my life. Wenn ich nicht die Kraft und die Macht des Evangeliums in meinem Leben am Wirken verspüre, it's because the gospel is not really mine. Dann ist der Grund der, dass das Evangelium nicht wirklich mein eigenes, also persönlich geworden ist. It's just a story that I read one time or many times. Es ist einfach eine Geschichte, die ich mal gelesen habe oder auch öfters gelesen habe. It's a story about how Christ came down and he died for sinners. Es ist eine Geschichte, die besagt, dass Christus runterkam, er ist gestorben für die Sünder. And then he rose up the third day and then he went back to heaven. Ja, und er ist am dritten Tag auferstanden und er ist in den Himmel aufgefahren. It's just a story. Eine schöne Geschichte. It's just a story until it becomes the reason why I'm alive. Aber es bleibt und ist nur eine Geschichte, solange es nicht für mich persönlich
den Sinn gibt, warum ich lebe. So here's the solution. Und hier ist die Lösung. The gospel needs to become mine. Das Evangelium muss für mich persönlich werden. And I und ich need to give myself away completely to the principle and to the God of the gospel. Und ich muss mich Gott ganz hingeben und dem Prinzip, was er gegeben hat in dem Evangelium, als der Gott, der hinter dem Evangelium steht. When that happens, ich muss mich ihm völlig übergeben. Und wenn das passiert, the power of the Almighty God is unleashed in the lives of his little children. Dann wird die Kraft und Macht Gottes losgelassen in dem Leben seiner Kinder. And that's when miracles happen. Und das ist der Punkt, an dem Wunder geschehen. So there I am, pacing back and forth in my office. Hier bin ich also. Ich laufe auf und nieder in meinem Büro. Running to my Bible and opening to another page. Und ich renne zu meiner Bibel und öffne eine andere Seite. Setting my Bible on the desk and going back to pacing and praying and pondering. Und schlag die Bibel wieder zu, leg sie auf meinen Schreibtisch, denk drüber nach, bete und laufe auf und nieder. Praying in my heart, Lord, if the gospel is so powerful. Und ich bete in meinem Herzen, Herr, wenn das Evangelium so kraftvoll ist. How do I practically make it my own? Wie kann ich dies dann praktisch für mich anwenden? How do I learn to live so that I am given totally to the God that made the gospel so beautiful? Wie kann ich persönlich dahin kommen, dass ich ein Leben lebe für Gott, der sich selbst im Evangelium uns geschenkt hat. Und das sind die zwei Dinge, die er mir deutlich hat werden lassen. Und genau das möchte ich euch als Herausforderung weitergeben. The first one is this. Erste. Let's say your mother, you're in the middle of your day. Nehmen wir mal an, du bist mitten am Tag, befindest dich mitten am Tag. You're in the middle of some, you know, task or project that you're thoroughly enjoying. Und du befindest dich gerade in irgendetwas, das du total gerne machst, bist mittendrin. And suddenly your mother or your father or someone calls your attention, so and so, I need you to do such and such. Und mitten in dieser Aufgabe ruft dich entweder die Mama, der Papa oder sonst jemand, du, wie auch immer du heißt, so und so, mach mal bitte das und das. What's your immediate reaction? Was ist so diese erste Reaktion? I'll tell you my immediate reaction, which I'm not proud of. Meine erste Reaktion auf so etwas, worüber ich nicht stolz wäre oder bin, it's something like this. Geht ungefähr so. Now then, I think about it for a moment. Dann denke ich einen Moment drüber nach. I pray to the Lord to take away any feelings of resistance. Und dann bitte ich Gott, mir jedes Gefühl des Widerstandes wegzunehmen. I get up and I actuate obedience even though I don't feel like it. Dann stehe ich auf und ich bin gehorsam und tue das, wozu ich gebeten wurde, obwohl ich mich nicht danach fühle. But even now, after so many years of doing that, sometimes I still feel that. Und obwohl ich das jahrelang jetzt immer so gemacht habe, wie ich es euch gerade erklärt habe, kommt immer noch so manchmal dieser erste Gedanke, dieses. So you know what? And you know what is the terrible thing about that little.
Und dieses blöde Ding über dieses There's something even worse than having that reaction when your mother asks you to do something. Da gibt's noch was Schlimmeres, wenn als diese Reaktion, wenn euch die Mama zum Beispiel etwas bittet. You know what that is? Wisst ihr, was das ist? It's having that reaction when God asks you to do something. Ist diese Reaktion zu zeigen, wenn Gott dich darum bittet, etwas zu tun. And that's the reason why I have made myself the enemy of that reaction in my own flesh. Und darum bin ich persönlich zu dem Feind dessen geworden, dieses kleine, also dieser Reaktion. Ich mag das nicht. Because I never want that reaction, that I never want that to be the reaction that I give to God. Denn ich möchte niemals zu dem Punkt kommen, dass ich Gott gegenüber so reagiere. So this is what I decided to do. Und so habe ich mich entschlossen, Folgendes zu tun. First thing when I wake up in the morning. Das erste, was ich tue, wenn ich aufwache am Morgen, I pray this prayer. Dann bete ich folgendes Gebet. Lord, I do not know what you're going to ask me to do today. Herr, ich weiß nicht, was du mich bittest, heute zu tun. I don't know what you're going to ask me to give up. Ich weiß nicht, was du mich bittest, aufzugeben. I don't know what you're going to ask me to lay aside. Und ich weiß auch nicht, was du, worum du mich beten wirst, beiseite zu legen. I don't know what treasures you're going to ask me to give back to you today. Und ich weiß auch nicht, welche Schätze und wertvolle Dinge für mich du mich bittest, heute auf den Altar zu legen und abzugeben, but zu Lord, dir zurückzugeben. But Lord, I am here to tell you right now, it doesn't matter. Aber Herr, ich sag dir jetzt, dass es nichts ausmacht, egal. Whatever you ask me for, wofür du mich bittest oder worum du mich bittest? The answer is yes. Ich möchte dir ja sagen. And so in the middle of the day, und so mitten am Tag, I can't even remember what I was in the middle in. Hatte ich eine Begebenheit, es war mitten am Tag und ich weiß nicht mehr genau, welche Aufgabe ich gerade nachgegangen bin. But you know how it is that God calls to your heart when you're in the middle of some activity or whatever. It's the slightest little thing. First you get this feeling, wait, maybe this is not right. Und ich weiß nicht genau, wie ihr erlebt, ja, wenn ihr so mitten in einer Aufgabe seid und ihr merkt, okay, Gott ruft euch und es fängt meistens so ganz leise an, so ein Gefühl, okay, hey, hallo, stopp mal, bist du wirklich auf dem richtigen Weg? And sometimes we just brush that aside and keep going. Und oft schütteln wir diesen Gedanken oft nur ab und sagen, hey, komm, but this morning I had said, whatever you ask me, the answer is yes. Und doch an diesem Morgen hatte ich ja gebetet, Herr, wenn was auch immer du von mir erwartest, ich sag ja. And so I stopped. Und so habe ich innegehalten. And it was as if he called my name in my head. Also es ist nicht hörbar, aber wie in Gedanken, wie wenn er meinen Namen rufen würde. Something like etwas so. Sean, I want you to. Sean, ich möchte, dass du. And before he could actually say what he was asking me to do. Und bevor er überhaupt fähig war, etwas zu sagen, was ich hätte tun oder lassen sollen. I said yes. Yes. Ja, sagte ich. Ja. Do you have no idea the freedom and joy that came from that exercise? Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, die Freude und die Freiheit, die ich empfunden habe, genau das zu tun. I am telling you, my friends, you know, many times in life we struggle with decisions, right? Und wisst ihr, meine lieben Freunde, oft kämpfen wir so mit Entscheidungen, die wir zu treffen haben in unserem Leben. Please tell me, who in this room likes to struggle with decisions? Ich möchte bitte euch um eure Antwort, oder sagt mir, wer von euch kämpft gerne und ringt gerne um eine Entscheidung? I don't know about you, but the struggle is overrated. It's exhausting. Also dieser Kampf, Entscheidungen zu treffen und sein zu lassen, es ist einfach auspowernd, es macht mich müde. Do you know that I found out that most of my time spent in struggling was absolutely no use? Wisst ihr, dass die meiste Zeit, die ich dafür aufgewandt habe, so zu kämpfen, ja, nein, diese Entscheidung zu treffen, dass sie eigentlich sinnlos verbrachte Zeit war? Over and over in the day I was confronted with decisions. You should, you know, maybe you should do this or this. Und über den Tag hinweg war ich immer bombardiert worden mit Entscheidungen. Soll ich das tun oder das? And the minute I'd be confronted with that decision, all of a sudden a war would start.
Und immer wenn ich mich eingelassen habe auf diese Entscheidungsfinderei und mich da auf eine Diskussion eingelassen habe, dann ist ein richtiger Krieg ausgebrochen. Oh, should I do this? Should I do this? Soll ich das oder das tun oder das oder das? No, I should do this. I should do this. Ich glaube, ich soll das tun. But I wanna do that. Aber ich möchte doch das tun. But I really should do that. I know I should Aber do ich that. Weiß, ich sollte das tun. But I wanna do this. Aber ich möchte das nicht. Warum kann ich nicht das tun? It's the same. They're the same. But I wanna do this. Das ist das Gleiche, oder please, nicht? Ja, komm, please, 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 lass mich please, doch mal bitte. I wanna do this. But I should really do this. Aber ich sollte doch das tun. I know I should do this. Ah, ich weiß, ich sollte eigentlich das. Okay, okay. Wait. Really? Ja, wirklich? And they can go on and on and on. Und das könnte. Das you laugh, and I know why you're laughing. Ihr lacht, ja, aber ich weiß, warum ihr lacht. Because you know that war yourself. Denn ihr kennt diesen Kampf auch. You know what I found out that day? Wisst ihr, was ich am nächsten Tag rausgefunden habe? And I found it out over and over again in the days since. Und seit dem Tag bis jetzt habe ich es immer wieder erkannt. The struggle is overrated. Der Kampf ist überbewertet. Just say yes. Sag einfach ja. If you really believe that God is love. Wenn du wirklich glaubst, dass Gott Gottes Liebe ist. And we just said that we all believe God is love. Und wir haben gerade alle zugegeben, wir glauben Gottes Liebe. Then tell me. Dann sagt mir. Will God ever ask you to do anything that's not for your happiness? Wird Gott jemals dich um etwas bitten, das nicht zu deinem Glück dient? I've concluded he has never, 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 never once asked me to do anything that was not for my happiness. Und ich muss zugeben, Gott hat mich niemals, niemals, niemals etwas gebeten, das nicht zu meiner Freude und Glücklichsein gedient hätte. In fact, he says it as clearly as I have set before you life and darkness. Ich life and death. Zugeben, dass Gott mich zu einer Entscheidung gebracht hat, zwischen Leben und Tod, zwischen Licht und Dunkelheit zu entscheiden. I've set before you joy and sorrow. Ich habe, did God or do you talk? You did. You said. No, this is God has set before us. Und Gott hat uns. Can you repeat the message? God has set before us joy or sorrow. Gott hat uns vor eine Entscheidung gestellt, zwischen Freude und Trauer zu entscheiden. And he says, choose life. Und er sagt, entscheide dich fürs Leben. Choose joy. Entscheide dich für die Freude. And what? I go back and forth saying. Und ich fange an zu diskutieren. I should do that. I know I should do that, but I want to do that. Ich weiß, ich sollte mich für das entscheiden, aber ich möchte. Why do I have to do that? Please, 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 please change your mind. Und immer dieses ewige Hin und Her. Und wir bitten, ja, lieber Gott, bitte hilf mir doch, anders darüber zu denken. The first thing I learned is that the struggle is overrated. Choose life, my friends. Just say yes. Und wenn ihr merkt, dieser Kampf, diese Entscheidungsfinderei ist völlig überbewertet, dann entscheidet euch fürs Leben. Entscheidet euch für das, was Gott anbietet. And you know, you might think that that's a really risky thing to do, because who knows what God will ask you to do. Und ihr glaubt jetzt vielleicht, das ist ganz schön ein Risikogeschäft, was ihr da eingeht. Denn wer weiß, was Gott von einem erwartet. Well, you know what? Then maybe you don't really believe that God is love. Aber dann glaube ich, ihr glaubt nicht wirklich, dass Gott Liebe ist. And that's okay, but what I would encourage you to do, und das ist okay, aber ich möchte euch ermutigen, is go read the story of the crucifixion. Lest die Geschichte der Kreuzigung. God is love and he has proven it. Gott ist Liebe und er hat es unter Beweis gestellt. We can trust in that. Wir können ihm darin vertrauen. Don't wait for him to even get the entirety of his request out. Und verlangt nicht von Gott, don't wait until he said, yeah, Sean, I want you to do this and this and this and this and this. Wartet nicht so lange, bis Gott es euch klipp und klar macht und sagt, tu das, tu das, tu das. Right when he says, Sean, I want you to, just say yes. Sondern sagt Gott, wenn Gott überhaupt das anfängt zu sagen, Sean, ich möchte gerne, dass du das, und er sagt es noch nicht einmal, dass du gleich ja sagst. I promise you, you will open a door to unbridled happiness. Und ich muss euch versprechen, ihr werdet dadurch, dass ihr bereit seid, ja zu sagen, egal was von Gott von euch erwartet, ihr werdet ihm eine Tür öffnen und für euch auch, euch so glücklich zu machen. Thank you.
There's one other thing that I learned that day. Und an diesem Tag habe ich noch etwas anderes gelernt. And this we'll talk about more not tomorrow, but the next day. So I'll only talk about it briefly right now. Und ich möchte das nur kurz anschneiden. But that is this. Und es folgendes. When we come to really believe that God is love. Wenn wir dahin kommen, dass wir wirklich glauben, Gott ist Liebe. And when that truth about God starts actually operating in our lives. Und wenn diese Wahrheit wirklich in unserem Leben dann anfängt zu arbeiten. It will totally transform the way that we interact with the world. Dann wird es auch unser Benehmen und unseren Umgang mit der Welt verändern. And I want to leave you with this illustration. Und ich möchte euch folgendes Beispiel mitgeben. Let's say that all of us were in a ship. Stellt euch vor, wir sind alle in einem Boot. And the ship went down in a great storm at sea. Und dieses Schiff befindet sich in einem großen Sturm auf dem Meer. But now there was one lifeboat. Aber es gibt nur ein Rettungsboot. And wouldn't you know it, when I got bucked out of the ship before it sank. Und it sank already. Yes, well, back up, because before it sunk, I got bucked off of it and I landed in the lifeboat. Bucked off. Okay, you're falling into the lifeboat. Yes, yes. Ah, okay, das Schiff ist schon mittlerweile gesunken und ich bin aber rausgeflogen aus dem sinkenden Schiff in dieses Rettungsboot hinein. Okay. Now I'm in the lifeboat, yeah? Also ich bin im Rettungsboot. And you are all in the water. Und ihr alle seid im Wasser. What would you like for me to do for you? Ich sitze jetzt im Rettungsboot und ihr seid alle im Wasser. Was möchtet ihr, dass ich euch tue? I'm sitting on the coil of ropes in the lifeboat. Ich sitze hier auf einem ganzen Haufen von Seilen. What do you expect of me? In dem Rettungsboot oder Schwimmreifen und was erwartet ihr von mir? Throw the rope out. Komm, wirf die Rettungsreifen und die Seile raus. What would you think of me if instead of throwing the rope out? Was würdet ihr über mich denken, wenn ich anstatt, dass ich die Rettungsringe und Seile rauswerfen würde? I'm sitting there like, oh man. Ich würde da sitzen. Ja, und these are really cool shoes, you die guys. Schuhe anschauen würden und schauen, hey Leute, ich habe richtig, I paid a lot of money for these shoes. Richtig tolle Schuhe hier, ich habe viel Geld dafür ausgegeben. They're designed by Kenneth Cole, New York. Hey, die sind von dem und dem Designer. And in fact, und eigentlich, there's a bit of seaweed. Excuse me, I need to polish my shoes. Hey, ich glaube, da ist ein bisschen Dreck drauf, ich muss meine Schuhe polieren. And do you know who made my shirt by any chance? Hey, wisst ihr, woher ich mein Hemd gekauft habe? These are name brand clothes. Do you see the stupidity? Die sind von der und der Marke. Now let me tell you something. Wisst ihr, wie dumm das ist? If you know that God is love, wenn ihr wisst, dass Gott Liebe ist, you are in the lifeboat. Dann bist du im Rettungsboot. And most of the people you know are drowning in the sea right outside. Und die meisten um euch herum befinden sich im Wasser und sind am Ertrinken. But you spend your life. Aber du verbringst dein Leben damit. I spend my life. Und ich verbringe mein Leben damit. Worried about what I'm gonna wear. Oh, was sollte ich heute anziehen? And so and so has an American Eagle hoodie and I don't have an American Eagle hoodie. Hey, der hat so einen schönen American Eagle Hut und ich habe keinen so einen Hut oder was auch immer. Do you see how everything changes? Wisst ihr, wie sich das alles verändert? The gospel, this is the second thing I learned. Und das ist das zweite, was ich gelernt habe. The gospel places me under obligation to the world. Das Evangelium bringt mich in Verantwortung gegenüber der Welt. But if I allow the gospel to control and change my life, aber wenn ich dem Evangelium erlaube, mein Leben zu kontrollieren und zu verändern, then I can become a rescuer. Dann werde ich zu einem Lebensretter. I can become a hero. Dann kann ich ein echter Held werden. That's what it means to really be alive. Und das bedeutet, lebendig zu sein. So here's the charge I want to leave you with today. Also, das, was ich euch mitgeben möchte heute. Allow the gospel. Erlaube dem Evangelium. Allow the God of the gospel. Erlaube dem Gott des Evangeliums. The God of love. Dem Gott der Liebe. Total access to your life.
kompletten Zugang zu deinem Leben. So that through that access the love of God, so dass durch diesen Zugang Gott, the love of God, which is the strongest force in the universe, die Liebe Gottes, die die mächtigste Kraft im Universum ist, can become the power of your life. Die Kraft auch deines eigenen Lebens werden kann. That's my charge. Das ist die Herausforderung, die ich euch mitgeben möchte. And that's also my prayer. Und auch mein Gebet.